Stell dir einmal eine technische Anlage vor. Da ist ein Handwerker, ein Monteur, der die einstellt, der die justiert. Da sind Regler und Kontrollinstrumente und der tut die auf einen bestimmten Wert einstellen, justieren, damit die Anlage so läuft, wie er sich das denkt. Und er tut diese Regler und Kontrollinstrumente feststellen. Das ist ein interessantes Wort. Feststellen. Wir alle sagen, ich war beim Arzt und der Doktor hat bei mir was festgestellt. Festgestellt. Das heißt, der Doktor hat in meinem Leben irgendetwas justiert, irgendetwas angedreht, festgestellt. Das heißt, das ist nicht mehr variierbar. Das ist endgültig. Das ist festgestellt. Der Lehrer hat bei mir was festgestellt. Der Vorgesetzte hat bei mir was festgestellt. Meine Eltern haben bei mir was festgestellt oder was auch immer. Irgendwer hat in unserem Leben die Autorität bekommen und durfte irgendetwas feststellen. Weißt du was? Gott sagt, das, was andere bei dir festgestellt haben, möchte ich wieder lösen. Möchte ich freimachen. Das, was andere bei dir festgestellt haben, möchte ich freistellen. Ich möchte es lösen. Ich bin der Erlöser. Und ich glaube, dass Dinge, die über dir ausgesprochen worden sind, die man bei dir festgestellt hat, manchmal wie ein Fluch sind. Und der Herr sagt dir, du kannst davon frei werden. Du brauchst unter den Feststellungen nicht zu leiden. Du kannst zu mir kommen und ich will dich von dem, was bei dir festgestellt wurde, frei machen. Und ich möchte dir dazu wirklich zwei Bibelverse zusprechen für dich ganz persönlich. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Gott will dich freistellen von dem, was bei dir festgestellt wurde. Gott will dich freimachen, denn er hat mehr für dich.